Leute, Rumstango, wir sind zurück. Monster Hunter Rise mit Miku und mit Miku und Fang sind wir am Start. Ich kaufe mir mal alle anderen Tränke. Was machen wir heute? Vögelchen sammeln. Was machen wir heute? Wir machen Vögelchen sammeln. Wir machen heute erst Vögelchen sammeln und dann ein Belly, also ein Barzelgeus für euch Leute, damit ihr Bescheid wisst. Büsche hacken. Ja, ich weiß, bin ich schon bei. Genau, Büsche hacken, genau. Nicht, also hier für extra eine Elektroklinge gemacht, extra. Genau, ich auch. Eine ziemlich coole Elektroklinge sogar, wie ich finde. Das Schild ist übernice. Meine, das kommt von Rajan. Und Leute, ihr seht, ich spiele tatsächlich gerade mal eine Energieklinge. Ich muss da erstmal reinkommen. Ich habe ewig keine Energieklingen mehr gespielt. War das seit World, Bro? Ich glaube ja, ne? Seit World habe ich, glaube ich, keine Energieklinge mehr in der Hand. Sag einfach, du suckst richtig hart. Ja, das kann gut sein, dass ich in diesem Part richtig hart zacken werde, bis ich in der Energieklinge wieder drinne bin. Das wird ein bisschen dauern. Also verzeiht mir, aber ihr habt den guten Miku und den guten Fang, die halt richtig gut sein werden und ich werde richtig scheiße sein. Wo bin ich denn gut? Echt? Hast du ein Langschwert? Ja, ja. Ja, siehst du, dann passt das ja. Ja, nee, das ist so ziemlich waghalsig gegen so einen Belly. Ach. Alles, was wir haben, ist waghalsig. Fernkampf wäre am besten. Ja, genau. Hätte ich einen Bogen mitnehmen sollen, oder was? Ja, nee, du nicht. Ich kann gut mit dem Bogen. So ist es nicht. Ja, genau. Du kannst richtig gut mit dem Bogen. Das sind die größten Feiglinge, die mit dem Bogen spielen. Irgendwie. Im World habe ich sehr gerne mit einem Bogen gespielt. Du, also... Immer abhauen. Das ist genauso wie bei Dark Souls. Leute, die immer nur ein Schild benutzen. Ja, echt so. Richtig schön. Bei Dark Souls benutzt du ein Schild. Ja, siehst du mal? Richtige Noobs, Alter. So, ich hab nicht vergessen, Büsche zu hacken. Ja, die sind nicht umsonst überall. Hey, ja. So bin ich. Alter, wie lange waren wir bitte schon nicht mehr in diesem Gebiet hier? Es ist bestimmt ein paar Quests her, seitdem wir das letzte Mal hier waren. Wo ist denn der Typ jetzt? Mir fällt jetzt erst auf, dass die Büsche halt auch ein bisschen vom Schnee bedeckt sind. Ey, das ist ja cool. So ein klein wenig. Ich wurde von irgendwas entdeckt. Frost angesetzt. Was wurdest du? Ich wurde von irgendwas gerade gesehen. Ach, ein Säbelzahntiger. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie lädt man die Fiolen auf, Alter. Ach, das kann, spiele ich hier das eigentlich kann zusammen. Das kann ich, glaube ich, erst, wenn ich kämpfe, oder? War das nicht so, Bro? Ich glaube schon. Ja, du musst ja Schaden machen. Ja, genau, alles klar. Dann brauche ich hier noch gar nichts machen. Gegen Belly werden wir Vögelchen brauchen. Oh ja? Der ist nicht ohne, ja. Leider. Der tut weh. Weil der kann halt wie der gute Fang das schon im Vorgespräch gesagt hat, der kann halt in ein Face explodieren. In ein Face. Und vor allem, wenn der wütend ist und rumfliegt und die ganzen anderen Dinger macht. Und das willst du nicht. Du willst nicht, dass der in ein Face explodiert. Das heißt nämlich. Quest heißt nämlich Rumstibumsdango. Rumstango heißt die Quest. Na, Rumstibums. Nein, die heißt Rumstango. Ja, das ist halt egal, aber, es macht auf jeden Fall Rums. Mach Rumstibums. Ja, ja. War hier eigentlich noch hinten? Waren hier auch welche? Keine Ahnung. Ich bin so ewig nicht mehr hier gewesen, das sage ich dir. Ja, eben ich auch nicht. Ich gehe einfach irgendwo hin. Ein Geldbeutel gefunden. Ja moin, Alter. Königliche Münzen. Hast du wieder Kohle? Freu dich. Nee, die werden eingetauscht gegen Punkte. Leider. Ach, super. Nutzlos. Ja, leider. Richtig useless. Richtige useless Scheiße. So, jetzt bin ich gespannt. Energieklinge ist eigentlich sehr cool mit dem Schild und sowas. Was? Man kann auf Belly reiten? Reite ja, los, reite Brudi los! Bist du schon da oder was? Ja, ich bin da aus Versehen hingelaufen. Der hat gegen den Barrios gekämpft. Jetzt kämpfe ich gegen den Barrios. Komm zu mir, damit ihr den Barrios gleich reiten könnt. Nee, ich bin gerade beschäftigt. Jo, ich auch. Ich bin irgendwie gerade in so eine Höhle gegangen und da sind ganz viele von den Käfern. Ach, da, ja, ja. Das sieht auch ein bisschen versteckt. Da gibt's übrigens auch ein Dings, ne? In den Höhlen hier. Da muss man oben an die Wand entlang gucken. Los, mach doch den Barrios fertig, Brudi! Da ist eine Einbuchtung da, wo du gerade bist. In der Wand. Da ist auch eine, ein, was auch immer das ist, war.
Sammelgegenstand da. Hab ich schon. Gut, dann greife ich jetzt halt mit dem Barrios an, Alter. Let's go! Ich komm kurz zu dir. Dann zeig ich dir, was ich meine. Vielleicht warst du da auch schon. Boah, ich hab da gerade nichts gesehen. Ich war da überall. Ja, genau. Und oben an der Mauer, ne? Oben an der Wand. Jetzt brenne ich auch noch. Boom! 400 Schaden, Alter. Hau noch mal hier raus, Alter. Bam! Oben an der Wand irgendwie. Oh yeah. Ja, hab ich schon gesehen. Achso. Da war aber nichts. Wenn du das oder so. Nee. So, und jetzt den berittenen Rechner, Alter. Boom! Wenn ich den schon hab, dann war da nur Erz. Also wenn du den schon hast. Ja, hab ich wohl anscheinend schon. Weil auf der anderen Seite gibt es kein Erz. Wo der war. Ja, da war ich auch hoch. Achso. Ja, dann hast du den schon. Oh shit! Belly ist wütend, Alter. Ich würde hier nicht herkommen. Jo, ich hoffe, du rennst in den T-Rex rein, der macht dich gleich One-Hit. Quark. Hier liegt überall Shiny Drops. Ihr müsst euch die gönnen, Alter. Ja, wir sind auf dem Weg. Wohin auch immer. Genau. Oh, scheiße. Nein, Explosion. Oh, nö. Lass mich in Ruhe, Brudi. Ich bin Wenn wir da sind, geht er ganz schnell. Ich bin zwar nicht ganz voll, aber das sollte reichen. Ja. Was seid ihr denn? Füll noch gleich mal eine Ausdauer auf mit simple Ration. Richtig, genauso muss es sein. So. Oh, da kann man nicht hochklettern. Oh, scheiße, der macht ja tatsächlich viel Schaden, Alter. Das ist ja richtig böse. Ich glaube, ich unterschätze das. Das ist eine 7-Sterne-Quest, ne? Ja. Scheiße! Ich muss herausfinden, wie ich meine Fiole aufladen kann. Sehr gut, dass du es nicht weißt. Ja, ist halt gerade schlecht, ne? Rausgefunden! Woo! Oh, Kacke, Alter. Okay, ich habe alle Shiny-Drops. Sehr gut. Ich bin auf dem Weg, sammle jetzt auch die Shiny-Drops ein. Aua. Wow, hier so, liegen so viele. Was hast du denn hier gemacht, Alter? Ich hab mit Barrios und Belly, Belly wollte reiten und der Barrios auch und dann hab ich die halt gegeneinander kämpfen lassen. Ja. Also. Also hattest du deinen Spaß, während wir nicht da waren. Genau, ich hatte meinen Spaß. Aber das war auch nur Zufall, weil die haben einen Revierkampf wohl gehabt. Und dann konnte man Belly reiten. Dann habe ich mir gedacht, Gönnung. Oh nein. Ich komme nicht dazu, mich zu healen, ne? Oh, furchtbar. Wir haben ein Problem. Was denn? Ach, das siehst du gleich. Oh nö. Oh nö. Richtig. Oh, ja, danke, T-Rex. Danke. Belly, greif den doch an, Alter. Reite ihn raus, Alter. Los. Yes! Autsch. Weil du ihn geritten hast, habe ich auf die Fresse gekriegt. Boom! Boom! Easy, Alter! Gönnung! Einfach richtige Gönnung, Alter! Wir hauen da mal rauf, ne? Ja, mach das! Nicht auf mich, sondern auf Belly hauen. Das war der berittene Rechner, Alter. Auf deinen Kopf hauen. Mal weg da. Mein Kopf. Boah, ey, der fiel aus. Ja doch. Natürlich, was hast du denn gedacht? Guck ihn dir an, Alter. Der hat heiße Kastanien an seinem Körper dran. Ja, echt so. Autsch. Wow, okay, ich sollte ihn nicht unterschätzen. Weil, okay. Nachdem wir im letzten Oh Part Gott, du hast recht. Ich sollte den auch. Das waren zwei Treffer, Alter. Und der hat mir fast mein ganzes Leben abgezogen. Das war heavy. Oh, Kacke, Alter. Wird er wohl den sterben hier, ne? Ich doch nicht. Hoffentlich. Oh, der haut ab. Was eine Nulpe. So langsam komme ich wieder in die Energieklinge rein. Ich muss jetzt nur noch herausfinden, wie man mit der Axt den Superangriff macht. Zuschlagen. Ach was. Richtig, einfach zuschlagen.
Wenn deine Folien aufgeladen sind. Ja, meine Violen sind komplett voll, du. Das Problem ist... Du musst eine bestimmte Tastenkombi eingeben, so hatte ich das noch in Erinnerung. Jo. Es sei denn, du hast natürlich die Fähigkeit nicht ausgerüstet, dann kannst du sie nicht einsetzen. Klar, kannst du immer einsetzen, kommt ja auf die Energieklinge an. So, und... Was du meinst, ist Nullpunkt. Genau, sonst passiert das. Ich hab noch gar nichts gemacht. Ey, wie groß ist denn die Reichweite von den scheiß Explosionsdingern? Spaß! Ja, genau! Autsch. Alter, selbst mit dem Block tut das richtig weh. Beweg dich! Ah. Ja, das wird ein Kampfball. Ja, der wird witzig. Oh, warum macht er nicht die Attacke mehr? Fliegt er jetzt etwa? Oh Gott. Und er kotet uns dicht. Er kotet uns richtig hart an, Alter. Bist du bald fertig? Ach Gott, das ist doch nicht wahr, Alter. Kurz bevor er fertig ist, explodiert die. Ja, so hast du den Schaden vom Hieb nicht abbekommen. Stimmt. Ist hinter mir so ein Scheißding. Der ist schon wieder sauer. Oh nö, Alter. Gott, der will mich tot sehen, Alter. Ja. Ich wundere mich gerade, habe ich überhaupt freie Mahlzeit drin, weil meine freie Mahlzeit aktiviert sich gerade überhaupt nicht. Bei mir schon. Hast du bestimmt nicht drin. Wee. Doch, habe ich drin, lol. Einfach nur Pech. Einfach nur Pech, ja. Ah, das war schön. So, Attacke. Ich habe uns mal noch Dämonenmittel reingeknallt. Ey, dann bin ich mal so nett und mach eine Schnecke. Wirklich? Dieses von der Seite, die Explosion, ey. Oh Gott, dieses Vieh, Alter. Das ist nervig, ne? Doch voll easy. Ach, genau, ist doch voll easy, Alter. Logo, hier ist doch eine Schnecke. Kannst du mal umfallen? Ne, will er nicht. Scheiße, nicht getroffen. Haha. Fuck. Ja, genau. Wenigstens ist hier die Schnecke, wie Bro sagte. Boom. Alter, stehst du mal auf, Alter? Ich muss hier ein bisschen draufhuhen. Draufhuhen, Alter! Draufhuhen! Draufhuhen. Geht doch, umgehauen. Jetzt geht auf den Schwein. Oh yes, Alter! Das hat gut Schaden gemacht. Oh ja. Er war natürlich nicht auf dem Schweif, ne? Kein Wunder, dass er nicht ab ist. Hey, ich bin auf dem Schweif draufgegangen. Ja, aber er nicht. Nee, ich nicht, ja. Bro, ich war am Kopf. Ich hatte keine Zeit, dahin zu laufen. Weg da! Wow, Brudi! Ja, ab guck mal, Schweif. Er heult rum wegen dem Schweif, weißt du, und 10 Sekunden später fällt er ab. Ja, ja. Echt mal. Oder haut schon wieder ab. Baselschwanz. Das ist auch ein Name, Alter. Das ist ein Name. Ach ja, ich muss mein Schwert auch schärfen. Beziehungsweise meine Lanze da. Gut, dass du es gerade sagst, das sollte ich auch tun. Das sollte ich auch tun, Leute. So, und dann einmal und noch mein Steak essen, ey. Extra gebraten hierfür. Noch Rationen nehmen. Ja. Die Energieklingen sind eigentlich richtig nice. Aber, Bro hat schon recht, die Eingewöhnungsphasen, wenn man wieder andere Waffen spielen, sind ein bisschen
Dauert halt ein bisschen. Ich hasse diese Dinger, Alter, die werden immer abhauen. Danke, Brudi, danke. Oh mein Gott, okay, jetzt die groß. Das ging ja über die halbe Map, ey. Oh, hat er Hunger. Na komm, näher. Komm ran hier. Scheiße, du Spasti, Alter. Ja, ja. Hau da ab. Nee. So, einmal die Fiolen wieder voll machen. Oh ja, komm. Das ist halt scheiße auf so einem Denkraum. Sehr gut. Dieses Mal. Oh Gott! Genau, Brudi! Was hab ich dir denn jetzt wieder? Ach so, ja. Ich will dich töten, deswegen. Deswegen greifst du mich an. Da war ja was. Yeah. Danke, Brudi. Das war, ging voll in die Hose, Alter. Sich richtig gelohnt, der Scheiß. Alter, Bro hat recht, der macht selbst richtig gut Schaden, wenn man blockt. Der ballert gut rein, ne? Und halt die Explosion. Wer blocken muss, der verliert. Ja, du hast hier nicht so wie in Elden Ring so einen Vorteil vom Blocken, leider. Weil du bist auch extrem langsam, wenn du hier blockst. Das ist in Elden Ring ein bisschen anders. Wirklich? Abgehauen. Ernsthaft? Ist das dein fucking Ernst, Alter? Ich sowas liebe einfach. Hinterherjagen, die Mobs. So, einmal meine Fiolen aufgeladen und dann den Mobs hinterher wieder mal. Geil. Oh, die wollen gegeneinander kämpfen, oder was? Jo, denk, sieht so aus, ne? Da liegt noch ein Shiny Drop. In den Fisch reinrennen. Nice. Meine Ausdauer ist. Lassen Sie gegeneinander kämpfen. Genau, vielleicht kann man ja einen reiten. Ja. Reit ihn! Los! Sehr gut, hau drauf. Mach ihn nieder. Mach ihn kaputt. Fuck. Scheiß Explosionsdinger. Wenn man einfach teilweise nichts sieht, Alter. So unfassbar. Hat mich denn jetzt. Oh, fuck it, Alter. Oh, mach ihn kaputt! Der geht nicht wegen den ganzen Explosionsdingern. Und der trifft einfach nicht. Das ist dumm. Muss Rächer machen, sonst ist vorbei. Mach berittenen Rechner. Scheiße! Wegen dem scheiß berittenen Rechner hat mein Angriff nicht getroffen. Das ist eh nicht der stärkste Angriff von den Energieklingen. Doch, das ist der stärkste Angriff. Die haben ja verschieden. Nein, doch nicht. Doch, meine Fiolen sind voll aufgeladen. Okay. Bo meint einen anderen Move aus Monster Hunter World. Ich weiß, welchen er meint, aber das ist von Energieklinge zu Energieklinge unterschiedlich. Nee, ich wurde gerade weggeballert. So richtig eklig. Richtig widerlich weggeballert. Oh, den hast du hier auch, den Move. Ja, aber Bro, das ist von Energieklinge zu Energieklinge unterschiedlich. Eigentlich nicht, nein. Ich habe jetzt den überstarken Elektro-Move. Oh, komm, geh doch drauf jetzt. Der hält viel zu lange aus. Oh, jetzt, ja, jetzt fliegt er schon wieder. Ja, genau! Mach diesen, Alter! Zum Angreifen hier.
So, endlich mal. Mitten auf die Fresse. Autsch. Bari hat den Ort verlassen, das freut mich. Das freut mich überhaupt nicht. Die hätten nochmal gegeneinander kämpfen können, ruhig. Ja, kann doch ein anderes Monster kommen. Ja, Agnoson, du willst, dass der geht? Ja, komm. Für einen Barrios kommt ein Agnoson, Alter. Toll. Hätte man sich auch sparen können, den Scheiß. Als er ist schon am Fahren und reißt, dass er den 2, weißt du? Oh, Alter, dieses Vieh, ne? Wenigstens nochmal den Baum genutzt. Also, Kuna ist Alter, du Bitch. Ah, ich glaube, jetzt weiß ich, was Bro meint. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie man zum Beispiel wieder sein Schild auflädt. Ich glaube, für den ultimativen Angriff muss man den Schild aufgeladen haben, wenn ich mich noch richtig erinnere. Nein. Er ist blau. Nein. Für den Schild, dann kannst du nur ultimative Angriffe blocken. Nur es geht in die Falle. Aber nicht klein. Also mitten in die Fresse rein. Komm. Ja, er fliegt genau, wenn ich zum letzten Schlag ausholen will, Alter. Dieses Drecksvieh. Noch eine Falle? Jo. Fein so. Haben wir zwei feinen Katzen. Er ist fast cool, tot. Halt. Nice. Gönnung, Zeit, Alter. Cool. Oh, fuck. Oh, shit, Alter. Nein. Habe ich ihn gerade aus der Luft gehauen? Nee. Oh fuck. Raut. Das tat weh. Oh fuck. Oh fuck, oh fuck, 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 fuck. Keine Ausdauer mehr gehabt, Hälfte live verloren, ey. So, kurz mal Schwert schärfeln. Schärfeln. Okay. Ah, ich glaube, ich weiß wieder, wie man den Schild auflädt. Dafür muss ich auch volle rote Fiolen haben. Da muss ich in die Axtform wechseln und dann wieder in die Schildform. Irgendwie so war das. Alter, ich habe den gerade nochmal 300 Damage gemacht und der ist immer noch nicht tot. Natürlich nicht. Der ist gerade erst blau geworden. Es dauert noch einen kleinen Moment. Der ist schon die ganze Zeit lang blau. Ja, eben. Ich weiß erst, dass der, seitdem wir hier sind, blau geworden ist. Also auf dieser großen Wasserfläche. Wo ist denn der jetzt hingeflogen? Wieso kriegt er da oben Schaden? Tom mit dem T-Rex, töte ihn mit T-Rex. Ja, ich töte ihn jetzt mit T-Rex. Ein T-Rex, da. Komm. Los, töte ihn. Und nochmal, los, töte ihn. Töte ihn, los! Ja, genau, Brudi! Er muss natürlich die Explosion. Oh, fast 400 Schaden, Alter. Los, hau nochmal drauf. Berittener Rechner. Genau, nicht angreifen, Bro. T-Rex soll töten. Tot. Hast gerade noch, ich habe gerade einen Angriff gemacht, da hast du noch gesagt, stopp. Sei froh. Hätte ich ja auch angegriffen. Ey, du Huan, Alter. Wieso bin ich unten? Und dann springt er auch noch auf mich rauf. War er nicht abgeworfen? Er hat mich abgeworfen und ich war unten, da habe ich gar nicht gesehen, weil Katzen ja kamen. Das war doch eins nice Quest. Eins nice Quest, Knochen, ja. Können wir noch Knochen sammeln? Ja, direkt daneben. Jupp. So muss das. Jetzt verlässt der T-Rex den Ort. Hier noch Mieserz. Na, Train, weißt du noch, da ganz oben? Ach, komm, ja. Auf, ey. Da ganz oben hinzukommen war furchtbar. Oh, yes. Warum leuchte ich so? Gute Frage. Weißt du, weil man nicht überall so leichter hochkommt, ne? Das war wirklich eins nice Quest, Alter. So, und jetzt kommt das Ende des Parts und dann, ja.
Nichts mehr. Da kriegen wir noch was irgendwas Besonderes nur. Ja, wir kriegen Silbereier. Ja, eins. Aber vom Belly nehme ich, glaube ich, sowieso alle Teile mit. Also, ja, was soll's. Nimm ich mit, nimm ich mit. Jägerrang 130! Oh yeah, Jäger, der Miku hat Jägerrang 130 erreicht. Woo! Ja. So, die Energieklinge hat Spaß gemacht. Ich mache Energieklinge jetzt zu meiner Main. Gut. Aber du hattest zu lernen, mit der zu spielen. Hauptsache weg mit den Zahnstochern. Ich bin ja schon wieder drinne, Bro. Gut, willst du auch verabschieden? Ja, Leute, das soll's für diesen Part gewesen sein. Ein bisschen kürzer, aber der letzte ging dafür länger, also beschwert euch nicht. Und ja, liked, abonniert unsere beiden Kanäle, wenn euch Monster Hunter gefällt und wenn euch anderer Scheiß gefällt. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Bis dann. Jo, tschüss.